liebe Gäste der Staatsbibliothek, lieber Herr Spiekermann. Ich freue mich sehr, Sie alle zu einer weiteren Veranstaltung unserer seit nunmehr 4 Jahren gemeinsam mit der Freien Universität, der Humboldt-Universität sowie den Universitäten Potsdam und Bielefeld organisierten Vortragsreihe »Die Materialität von Schriftlichkeit, Bibliothek und Forschung im Dialog«, das ist der Titel, und ich freue mich, Sie dazu willkommen heißen zu können. Sollten Sie, lieber Herr Spiekermann, Ihren Weg hin zur Staatsbibliothek zu Berlin heute Abend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt haben, gleich ob mit der BVG oder der S-Bahn, so sehen Sie sich nicht nur aller Parkplatzsorgen entledigt, sondern obendrein auch besonders gut auf die folgenden 90 Minuten eingestimmt. Denn als Generaldirektorin der Staatsbibliothek ist es mir eine Ehre und als Architektin zudem eine ganz persönliche Freude, mit Erik Spiekermann, einen der weltweit bekanntesten Gestalter und Typografen, begrüßen zu dürfen, dessen Werk unter anderem auch, und das ist jetzt der Bezug, den 2011 mit dem Designpreis der Bundesrepublik ausgezeichnet wurde für den visuellen Auftritt der Deutschen Bahn sowie das Fahrgastleitsystem der Berliner Verkehrsbetriebe. Erik Spiekermann bekennt selbst in seinem Speaker-Blog gewissermaßen seiner virtuellen Speakers Corner unheilbar an Typomanie erkrankt zu sein. Eine glücklicherweise nicht tödliche Diagnose, die einen Besuch in unseren Häusern dennoch zu einem nicht geringen Risiko macht. Denn die Staatsbibliothek zu Berlin dokumentiert mit ihren Sammlungen die von dem kanadischen Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan so bezeichnete Gutenberg-Galaxis. Ist schon ein bisschen her, dass er das gesagt hat, aber hat doch seine Bedeutung. Und da sind wir hier in der Gutenberg-Galaxis. Dabei sind es nicht nur ihre teilweise sogar, also unsere zum Weltkulturerbe oder zum Weltdokumentenerbe zählenden Spitzenstücke, die die Staatsbibliothek zu einem zentralen Referenzpunkt für Berlins pulsierende Typografie-Szene machen, sondern auch ihre nach Hunderten zählende Sammlung von historischen Musterbüchern längst vom Markt verschwundener Schriftgießereien. Zumal angesichts unserer beiden Standorte im Herzen einer weltoffenen Metropole ist es nämlich nur folgerichtig, dass die Staatsbibliothek Typenvielfalt besonders wertschätzt. Damit meine ich sowohl unsere Leserinnen und Leser aus allen Teilen der Erde, als auch solche Informationsangebote wie unser Typenrepertorium der Wiegendrucke, das buchwissenschaftlich Forschenden vor allem zur Identifikation unfirmierter Inkunabeln dient. Und ebenso wie Inkunabeln, also alle vor 1500 mit beweglichen Lettern gedruckten Bücher und Einblattmaterialien, die Ästhetik des non-typografischen Zeitalters in die Gutenberg-Galaxis überführen, verfolgt auch unser heutiger Gast das Ziel, das Beste zweier Welten in seinem Schaffen zu verschmelzen. So setzt Erik Spiekermann in seiner typografischen Werkstatt P98A unter dem Signet Post-Digital Printing einen analogen, noch aus dem Industriezeitalter stammenden Maschinenpark dazu ein, digital hergestellte Vorlagen zu drucken. Und zwar mit schönstem Erfolg, wie nicht zuletzt die wirklich sehr schönen, die hinreißenden Bände der Edition Suhrkamp Letterpress.
einer Sammlung von 7 Literaturklassikern des 20. Jahrhunderts und die dokumentieren das eindrucksvoll. Mit der Staatsbibliothek bzw. mit ihrem von Hans Scharoun entworfenen Gebäude hat P98A ein vibrierendes Labor purer Experimentierlust, übrigens keineswegs nur die Lage an der Potsdamer Straße sowie den Status eines Kreativorts gemeinsam. Denn nicht nur uns, sondern auch Erik Spiekermann ist die Bewahrung des nationalen Schriftkulturerbes Verpflichtung und Anliegen zugleich. Wovon etwa der Erhalt der Werkstatt der legendären Rixdorfer Drucker in den Räumen von P98a greifbares Zeugnis gibt. Aber davon werden wir ja gleich noch ausführlicher hören. Zudem sind beide Adressen aufs Engste mit dem Werk des Berliner Künstlers Alexander Camaro verbunden, dessen zu monochromen Farbfeldern arrangierte Glasbausteinfenster, diese Richtung, diese Ikone, unsere Ikone der organischen Architektur zum Leuchten bringt. Unseren heutigen Gast ins rechte Licht zu setzen und seine Leistungen angemessen zu würdigen, ist dagegen eine Aufgabe, der ich mich im Rahmen dieser kurzen Begrüßungsrede zu stellen habe. Zutreffender sollte ich eigentlich formulieren, eine ebenso reizvolle wie kaum zu überschätzende Herausforderung. Muss doch Erik Spiekermann im vollen Wortsinne als ein veritabler Tausendsasser gelten, weswegen ich in Anlehnung an den Titel seiner 2014 erschienenen Biografie »Hallo, ich bin Erik« lediglich einige kursorische Antworten ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit auf die Frage zu geben versuche. Hallo, wer ist Erik? Erik Spiekermann ist also erstens Autor mehrerer Fachbücher auf den Feldern von Design und Schriftgestaltung sowie sogar eines typografischen Romans. Zweitens international erfolgreicher Unternehmer. 1979 gründete er die Markenberatung Metadesign und 9 Jahre später das Schriftversandhaus von Job. Drittens, weltbekannter und vielfach prämierter Kommunikationsdesigner und Schriftgestalter. Ich erwähne stellvertretend nur den prestigeträchtigen Preis des Rats für Formgebung, dessen Referenzliste sich wie der Wirtschaftsteil einer überregionalen Tageszeitung liest. Viertens, Lehrer und Inhaber einer Honorarprofessur an der Hochschule für Künste Bremen. Fünftens, Themen von Ausstellungen. Oder er ist Thema. 2011 wurde nicht nur seine Schrift Meta in die Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen, sondern auch das hiesige Bauhausarchiv widmete ihm im selben Jahr die Schau Erik Spiekermann Schrift gestalten. Und sechstens schließlich, was nur die wenigsten wissen, er ist auch Weissager. Denn im Vorfeld der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft bewies Erik Spiekermann geradezu hellseherische Qualitäten. Als er mit Blick auf das aus seiner Perspektive völlig missraten gestaltete Trikot, in der FAZ sprach er wörtlich von eckiger Scheiße, unserer Nationalelf ein wenig erfolgreiches Turnier voraussagte. Gerade vor dem Hintergrund dieser keineswegs abschließenden Aufzählung werde ich dagegen vermutlich kaum den Rang einer großen Prophetin für mich beanspruchen können, wenn ich Ihnen verspreche, dass wir nun einen ebenso inspirierenden wie unterhaltsamen Vortrag
erleben können. Lieber Herr Spiekermann, herzlich willkommen in der Staatsbibliothek. Das ist ja wohl, was man Vorschusslorbeeren nennt. Da kann ich ja kaum noch mithalten. Ich muss erstmal also zwei Sachen gestehen. Also erstmal guten Abend. Die meisten sind ja hier Kollegen und sogar Freunde. Also insofern hätten wir es auch fast bei uns in der Werkstatt machen können. Ganz so viel passen da nicht rein. Also das eine Geständnis, ich bin irgendwie von einer amerikanischen Klimaanlage sehr geschädigt. Der Amerikaner schlechthin lebt ja in den Innenräumen bei 18 Grad und draußen bei 27 Grad. Also wenn die 3 Grad höher stehen wollen, können sie mit der gesparten Energie wahrscheinlich ganz Afrika versorgen. Aber also mir geht's miserabel, deswegen ist meine Diktion, ich spreche genauso schnell wie sonst, aber nicht besonders verständlich wahrscheinlich. Das zweite ist, dass ich das erste Mal in meinem Leben mit eigenen Fingern einen PC anfasse gleich. Ich kann mit dem Ding überhaupt nichts, aber Herr Moll, Gott sei Dank, wird mir helfen. Ich kann wirklich gerade mal hier auf die Pfeiltaste drücken. Wenn irgendwas schief geht, bin ich der absolute Idiot. Ich habe seit, 35 Jahren Macintosh Macintosche, ganz viele, kann damit auch wunderbar umgehen, auch mit Shortcuts. Wie hier zum Beispiel steht alt drauf, aber neu gibt's nicht. Merkwürdige Tastenanordnung. POS 1 Bild, also wie auch immer, Sie müssen damit rechnen, dass es irgendwann schief geht. Aber ich habe extra deswegen nur ein niedrig schwieriges PDF gemacht, da kann man nicht viel falsch machen. Die Auflösung war zu Hause etwas größer, aber wir haben hier wie Herr Moll sagt, ein Archiv. Der Projektor ist auch wahrscheinlich aus dem preußischen Staatsbesitz. Also das Bild ist etwas kleiner, als ich es gewohnt bin. Aber es ist alles da und ich kann ja auch erklären, was Sie zu sehen haben. Also übrigens ungewöhnlich, dass ich Leute sieht. Das tue ich normalerweise auch nicht. Heute Abend mache ich das ausnahmsweise, weil wir uns nicht alle kennen. Jetzt muss ich Rechtspfeil drücken, ne? Oder Runterpfeil. Rechtspfeil. Das hätte ich mir jetzt irgendwie fast selber extrapolieren können. Also Frau Steiner-Limp hat ja schon gesagt, was sie erwartet. Post-Digital Letterpress, das ist ja so ein ziemlich blödes Wort, weil Letterpress ist ja eigentlich nicht deutsch, wie wir alle gelernt haben. Inzwischen sagt aber keiner mehr Buchdruck, weil, hatte mit Katharina gerade darüber gesprochen, es Leute in Deutschland gibt, die sagen, der Buchdruck ist von der Bleistift. Obwohl Buchdruck ja eigentlich nur in der Definition heißt, kann man gerne nachgucken, der Druck von erhabenen muss in Lettern auch, also Holzschild ist auch Buchdruck, also man kann im Buchdruck auch von Holz drucken, von Plastik, von irgendwas, die Diskussion ist gerade noch, also ich bin in einigen Kreisen sehr unbeliebt, weil ich auch von Plastik drucke und das gehört sich nicht. Also Letterpress ist für mich deswegen der Allgemeinbegriff. Was wir aber eigentlich machen, ist ja auch das Thema des heutigen Tages eigentlich, wir sind eben kein Museum, ich bezahle das zwar alles, also ich weiß nicht, entweder muss ich in 2-3 Jahren sterben oder mir irgendwo Geld leihen, weil ist meine Knete zu Ende, auf Deutsch gesagt. Ich finanziere das aus dem Ersparten und aus meinen Schrifthonoraren, weil ich gelernt habe, dass es wenig Zweck hat, wenn man in die wunderschönen Museen, die wir haben, also nach Leipzig oder nach Mainz oder nach München oder auch hier in Berlin Technikmuseum geht und da sind wunderbare Maschinen, alle sind geölt und gefettet und immer ist eine rote Schnur drum, bitte nicht berühren. Das nützt niemand was, weil die Maschinen kann man nicht verstehen. Also man sieht, ist beeindruckt, viel Metall, alle möglichen Rollen, Zahnräder, aber es nützt nichts. Man kann Sachen nur erhalten, indem man sie benutzt. Das weiß jeder, der zu Hause einen Löffel und eine Gabel hat, die auch verrosten, wenn man sie nicht benutzt. Das gilt für eigentlich alles. Und deswegen machen wir das. Wir produzieren, darüber kommen wir noch. Zum Beispiel haben wir gerade das war gerade eine Aufnahme aus Los Angeles, da eine dieser Schriften vorgestellt, die im Rahmen des Bauhaus-Projektes, das werde ich ganz kurz gleich noch erwähnen, entstanden sind und haben uns die Freiheit genommen, das mal in Holz zu schneiden. Übrigens in Resopal, also Küchentischholz, was wunderbar funktioniert und gut zu drucken ist, übrigens. Also angefangen hat es jetzt genau vor 5 Jahren, damals hatte ich genauso viel Haare wie heute. Das waren diese wunderschönen leeren Räume, die ich, also ich war damals noch aktiv in der Agentur Eden Spiekermann auf der anderen Straßenseite im ehemaligen Tagesspiegel. Und der Andreas Markudis, der hinten diese Boutique hat im Hof, der weiß immer Bescheid, sagt, Andreas, gibt's hier irgendwo Räume? Ja, geh mal da rüber. Da ist so eine Galerie mit Afrika-Kunst, also geklauten Skulpturen. Der will da raus. Und dann traf ich einen sehr missgelaunten Schwaben. Oh, ich Berlinisch, ich mag das nicht mehr, hier sind alles so blöd, ich weiß nicht mehr, wo ich da bin und hat so komisch rumgespielt. Ich sagte, hau doch ab. Da ruft er mich am nächsten Tag an, ja, ich gehe weg. Also so kann man auch Räume kriegen und da ist jetzt, der war in Afrika und weiß der Himmel, was er da macht. Ich habe diese Räume übernommen, habe ich mit den Kamara-Leuten gleich gut verstanden und dann auch vor inzwischen 2 Jahren die Räume nebenan übernommen, wo jetzt die Rixdorfer
soll man sagen, ein Zwischenlager gefunden haben. Wir haben das Zeug aus der Scheune rübergebracht, einige Mäusegerippe und tote Vögel entfernt und sonst alles da stehen lassen oder auch liegen lassen. So sieht es derweil aus. Viele kennen das ja. Wir müssen relativ häufig Aufnahmen machen, weil sich der Maschinenpark heißt das, komisches Wort, doch immer wieder ändert, weil wir haben inzwischen ein Lager draußen in Potsdam, wo ich weiß gar nicht, wie viel Kram noch rumsteht. Also inzwischen ist es so, wie es mir schon mal in den 60er Jahren ging, dass mich Leute anrufen und sagen, du bist doch der mit den, der die Maschinen sammelt. Kann ich dann schlecht verneinen? Ich hätte da noch. Und dann fährt man da hin und muss einen Hubwagen haben und ein paar Kollegen und dann holt man sich da Sachen raus. Also man kann in Deutschland so eine Maschine, da vorne ist unsere jüngste, die ist von, Janis, weißt du es auch, von 72? Also eine relativ frische Maschine, hat einen Farbkasten, was für eine Andruckpresse ungewöhnlich ist. Man kann also Auflagen mit gleichbleibender Farbe drucken. Ich sage Auflagen, bis einem der Arm abfällt, also 200, dann kann man nicht mehr. Obwohl es sehr, sehr elektrisch ist. Also die habe ich, glaube ich, für knapp 2000 Euro gekauft. In Amerika, in den Staaten muss ich allerdings sagen, also in den USA, werden diese ganz kleinen Wendercooks, die sind 50, 35 groß, der war für 20.000 Dollar gehandelt. Weil da gibt es einen Hobbymarkt, den es hier nicht gibt. Der Hobbymarkt ist, das hört sich jetzt nach Vorurteil an, ist aber ein nicht nur anekdotisch, sondern zu beweisende Behauptung, großenteils von Frauen mittleren Alters bevölkert, die da ihrem Hobby des Druckens nachgehen. Also das ist auf dem gleichen Niveau wie Makramee und selber atmen und ähnliche Geschichten. Es hat den großen Vorteil, das macht man da, weil man halt Garagen hat. Haben wir ja nicht. Also eine Druckmaschine in die Etage schleppen kann ich keinem zumuten, habe ich schon gemacht. Machen Sie nicht normal. Die haben also Garagen, da fährt man die Kiste rein und dann lässt man sich mit vom Computer von einem Service eine Niloprint, also eine Plastikplatte machen und kann dann lustig Sachen drucken, die man dann bei Etsy verkauft, meistens so in dem Bierdeckel, auf dem Bierdeckelniveau. Es hat aber den Vorteil, dass dadurch eine Infrastruktur besteht, die es für uns nicht gibt. Also man kann zum Beispiel Farbe in der Tube kaufen, für so eine Zahnpasta groß. Ich muss immer gleich ein Kilo kaufen. Ist auch nicht schlimm, so teuer ist Farbe nicht, aber dieser Hobbymarkt hat einfach den Vorteil, dass es auch Ersatzteile gibt, dass Leute gibt, die sich auskennen. Bei uns ist das wahnsinnig schwierig geworden. Also die Leute, die sich auskennen, sind noch älter als ich und ich bin 71. Also da kann man absehen, dass es bald niemand mehr gibt, der diese Maschinen gebaut hat. Wir können sie reparieren, aber wir haben sie nicht zusammengeschraubt. Wir haben mehrere von diesen Heidelberger Tiegel. Wir haben in Berlin noch einen zweiten Ort, Location heißt es, glaube ich, in Adlershof, kommen wir nachher noch drauf. Und dann, wie gesagt, dieses Riesenlager in Potsdam und hin und wieder werden Maschinen. Da ist noch, ja, die da hinten steht, die Frankfurt, die gibt's schon nicht mehr, die Corex Frankfurt, also die gibt's noch, aber die ist derweil in Potsdam im Lager. Also ich leiste mir den Luxus, ungefähr ein halbes Dutzend Andruckpressen im Lager zu haben und einige Heidelberger Tiegel und eine Monotype und so. Du musst da mal hin, Thomas. Thomas kennt sie nämlich aus. Wir haben noch ein Ludlow, weiß ich auch, was ein Ludlow ist, kennt keiner. Ein wunderbares Ding aus, da weiß jemand, was ein Ludlow ist. Gibt's eigentlich nur bei den Briten und den Amerikanern. Eine wunderbare Maschine mit, wo man einzelne Zeilen setzen kann, aber ohne eine riesige Line-and-Tap-Tastatur. Ein wunderbares, teuflisches Gerät. Wir können inzwischen damit umgehen. Wir wissen immer nicht, warum sie funktioniert, aber sie funktioniert. Heißes Blei. Wahnsinn. Völlig bescheuert. Also Sie sehen das. Wir haben derweil aus, das ist jetzt ein bisschen peinlich mit den vielen Büchern da hinten. Das habe ich nicht, das hätte ich sehen sollen, tut mir leid. Wir haben im Hause noch zwei Untermieter, zwei Verlage. Für den einen, den Dissertationsverlag, gestalte ich seit einigen Jahren die Bücher, die im Offset traditionell gedruckt werden. Wir haben so eine Mischung aus Café und Laden derweil, weil hin und wieder verirren sich Leute auf den Hof und dann kommen sie bei uns. Also ein Espresso gibt es im Stehen für 1 Euro. Wenn man sich hinsetzt, kostet da, glaube ich, 2? Nee. Guck mal Janis an, Janis weiß da was besser als ich. Oder 1,50? Ist der Danke. Wenn Sie kennen das aus Italien, im Stehen, Espresso kostet einen Euro. Oder 98 Cent oder sowas. Also, das funktioniert noch nicht so richtig, weil wir es auch nicht bekannt machen, aber eigentlich müssen wir langsam mal daran gehen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und das versuchen wir, indem wir ein paar Sachen verkaufen, die wir selber herstellen. Wir haben auch, also mein Bruder röstet Kaffee und das ist unser eigener Kaffee. Übrigens hier für die Branding-Leute, die hier sind, das war, das Branding dafür hat ungefähr 2 Sekunden gedauert. Ich habe gesagt, wir machen Letterpress und wir machen Espresso. Also der Name ging schnell. Ich hätte das auch mit jede Menge Post-its 3 Tage mit Agentur machen können, aber das war dann doch ganz schnell. Also der Kaffee ist gut, wenn ich das selber sage. Wenn man sowas machen will, wie wir machen, also mit alten Maschinen umgehen, dann muss man erstmal sammeln. Man muss sehr viel Zeugs haben, weil nicht alles, was man angeboten kriegt, ist gut. Wenn Sie inzwischen Holzschriften kaufen, die sind unglaublich teuer geworden. Also man zahlt inzwischen für einen Buchstaben um die 5 Euro.
Und die sind meistens schlecht, die Schriften, also unvollständig, abgenudelt. Und sie brauchen eigentlich mindestens 120, 150 Buchstaben. Also wir reden immer von 750 bis 1000 Euro für eine Kiste, wo dann immer ein Y fehlt bei deutschen Schriften. Also man kann damit eigentlich noch gar nicht umgehen. Ich habe aber nun Gott sei Dank schon sehr lange gesammelt und auch einiges an Blei und spezialisiere mich dabei. Das ist eher Nolens Volens, weil ich habe in den 60er Jahren schon mal eine Druckerei gehabt in Berlin. Und die ist dann 77 abgebrannt. Und damals wurde das Zeug weggeschmissen, weil da kam Offset auf. Und deswegen war alles, was ich damals hatte, aus Berlin. Also es gab sehr viel, fast nur Berthold-Schriften und in Berlin hergestellte Geräte. Deswegen bin ich, weil ich mit Berthold groß geworden bin, da auch etwas hängen geblieben, dass ich also die Berthold'schen Schriften, wie die Block zum Beispiel, wahnsinnig gerne habe, die auch den großen Vorteil hat, die ist ja schon sozusagen prä-kaputt. Also die kann man nicht kaputt machen, die hat diese Vollkorn-Outlines und die kann man auch auf den Tegel drucken, die sieht hinterher genauso schlecht aus wie vorher. Aber es gibt so, wir sind ja unter Kollegen, da kann ich ruhig ein bisschen ins Detail gehen. Also wunderbare Sachen wie Variable Fonts heißt das heute, dass es von jedem Buchstaben bei der Block zum Beispiel, von jedem Versal zwei Alternativen gibt, eine normale und eine breite, damit man Blocksatz machen kann, wie da unten rechts sehen. Man kann es sehen, trotz der etwas Unschärfe. Also solche raffinierten Sachen gibt es da. Ich habe ziemlich viel Block inzwischen. Habt ihr auch für Berthold mal in den 70er Jahren für den Fotosatz neu gezeichnet. Und dann findet man solche Geschichten, da weiß jeder in Berlin, was das ist. Das ist nämlich die Erba, die ja fast 1:1 unsere, nicht ganz, aber unsere Straßenschrift ist. Und das sind so beglückende Momente, wenn man sowas, man kauft irgendeine Gasse, heißt ja so ein Schrank mit Schubladen drin, mit Schriftkästen drin, dann findet man plötzlich so eine Schrift. Wir haben auch neulich die Scheltersche Grotesque gefunden. Dachte man, das wäre die Akzidenzgroteske. Scheltersche Grotesque weiß jeder. Das war die Schrift, die beim Bauhaus in der Druckerei war. Die hat nämlich keine Futura, die gab's noch nicht. Die hat noch keine Akzidenzgroteske, die war mir aus Berlin viel zu teuer. Scheltersche kam aus Leipzig, ist näher bei Dessau und bei Weimar, also hatten die da im Kasten. Sieht aus wie die AG für unser Eins, aber hat ein doppeltes G. Und die habe ich in 20 Punkte oder 20, ne? Guck mal, so Janis rüber, der kennt sich im Zweifel. Also da sitzen ein paar Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Ach, Verena ist auch da, wunderbar. Also solche Sachen findet man, das finde ich immer wahnsinnig beglückend, wenn man dann diese Geschichten finden kann. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsschriften, 1938 geboren, gerade 80 Jahre alt geworden, die Reporter, die sieht man ja auch, dass es die Reporter heißen muss. Die hat, offensichtlich hat man die damals benutzt, um Werbung in Schaufenstern zu machen. Deswegen hat die ganze Silben, also Keit und Heit, also Neuheit oder Neuigkeit, ich kann mir kein anderes Wort vorstellen, oder auch sowas wie Ent, also enthalten, Entwurf. Entfernt, ich weiß nicht was, UNG, typische deutsche Endung, gibt's alles als fertige Schriften, weil es ging, musste auch nicht nur gut aussehen, also miteinander verbunden sein, sondern auch schnell gehen. Deswegen ist es eine meiner Lieblingsschriften. Besonderes Faible haben wir, also ich habe es, glaube ich, an Ferdinand Ulrich, meinen Assistenten, vererbt, für die Schriften von Louis Oppenheim, von dem es einige Blockschriften gibt, einige Schnitte vor dem Ersten Weltkrieg. Und die Loh-Schrift, also Louis Oppenheim-Schrift, die ich mal als Loh-Type für Berthold neu gezeichnet habe. Und der hat auch diese wunderbare Fanfare entworfen, 1927. Louis Oppenheim ist des Nazitums unverdächtig, wie man an seinem Namen merkt. Der ist 35 gestorben, nicht sehr alt geworden. Und der hat diese eigentlich gebrochene Schrift gemacht. Das ist ja eigentlich, also da gibt's keine gerade Linien. Alles stürzt irgendwie. Es ist eigentlich eine, noch nicht Fraktur, aber schon eine gebrochene Schrift. Und das Schöne ist daran, wir haben sie von, im Blei, glaube ich, wie ist die kleinste? Ich weiß nicht, glaube ich, 4 Zizo, also 48 Punkte sowas, bis 40 Zizo, also solche Trümmer. Und jeder Schnitt ist ein bisschen anders, weil die waren zwar eventuell mit dem Pantographen geschnitten, aber jeder hat sich verewigt, wie da unten links ist die, ja, da ist die Bleiversion mit den wunderbaren Umlauten, die also im Körper drin sind, damit sie nicht abbrechen. Und dann gibt es die schmale Version mit diesem M und dann gibt es etwas weiter rüber, das dritte von links, dieses Batman-M mit diesen Fledermaus-Ohren. Die gibt es aber nur in zwei Schnitten. Und jeder ist anders und ist unheimlich faszinierend. Und seit 5 Jahren versuchen Ferdinand und ich, eine Monographie über Louis Oppenheim zu gestalten, zu drucken. Und da würden wir seine Schriften, die wir inzwischen sehr viel haben, von Hand vom Original drucken. Nicht 100 Mal, aber vielleicht 20, 30 Mal. Vielleicht erinnere mich jemand nächstes Jahr daran, dass ich das wirklich endlich mal machen muss, weil es ein wunderschönes Projekt. Wir haben sehr viel gesammelt. Dann findet man auch raus, dass es auch wissenschaftliche Sachen gab. Also das ist zum Beispiel ein Material, das heißt Plakadur. Das ist ein Kunststoff, der Trolon heißt. Trolon, weil es von Dynamit Nobelkopf, die wo sind? In Troisdorf bei Bonn oder bei Köln, wie man will. Und also auf der anderen Seite, auf der Düsseldorfer Seite.
Und deswegen heißt er dieser Kunststoff Trolon, hat Berthold irgendwann in den 30er Jahren mal als Werkstoff erkoren, ist ein Kunstharz. Sowas gibt es heute auch, es ist leider viel zu teuer. Die Dinger sind von Hand gefräst und dann mit dem, wie man da an dem mittleren E sehen kann, sind die scharfen Ecken, die Innenecken mit dem Beitel aufgeschlagen worden, was wir heute mit einer 3D-Fräse genauso gut hinkriegen. Das Material ist zu teuer, kann man es leider nicht mehr leisten, ist wunderbar. Es ist spröde, es bricht manchmal in der Mitte, es lässt sich reinigen und wahnsinnig scharf drucken, ist ein unheimlich tolles Material. Aus dem übrigens auch in den 30er Jahren sind da Aschenbecher draus gemacht worden, Modeschmuck und alles Mögliche. Also die waren damals schon ziemlich weit, was das betrifft. Es gibt leider relativ wenig und die Plakaturschriften, die ich habe, also der Name kommt von Berthold, die darf dann auch keinen Workshop benutzen und auch keine Studenten, weil sie sind halt wertvoll und spröde. ST-Ligatur zum Beispiel hat man auch relativ selten. Diese Plakate machen, und da ist das Batman M. Ich meine, das ist ein... Also ich würde mich nicht trauen, so einen Buchstaben zu zeichnen. Der ist einfach so schräg, aber ich finde es wunderbar. Ich weiß nicht, ob jemand meine Begeisterung verstehen kann. Ich finde diese Schrift unglaublich. Eigentlich ist sie bescheuert, aber ich finde es toll. Auch eigentlich keine Unterlängen. Darüber kommen wir gleich noch, wie sich die Unterlängen zum Körper verhalten bei Plakatschriften. Wie man auch sieht, das kann man gleich noch mal besser sehen, die ist nur sehr eng zugerichtet. Da ist nichts manipuliert. Das OV ist so. Das kommt so aus der Maschine. Wir sind ja heute gewohnt, mit Kerning und Schrecke und allem Kram zu machen. Geht halt nicht. Ich mache da die Buchstaben nicht kaputt mit der Stichsäge. Habe ich ein paar Mal gemacht. Diese Plakate machen wir, was muss ich aber erklären, eigentlich nur, um ein bisschen Geld zu verdienen. Im Grunde genommen ist das nicht unser Raison d'être, sondern wir machen Plakate, weil die kann man ganz gut verkaufen. 50 Stück, wir haben inzwischen, glaube ich, 50er Auflage. Wir haben inzwischen, glaube ich, 50 Motive, wobei einige immer noch unbekannt sind. Ferdinand hat derweil auch angefangen, diese Fanfare zu digitalisieren. Es gibt einen digitalisierten Schnitt, der ist aber miserabel, von einer Hamburger Firma. Nicht von deiner, keine Angst. Du weißt schon, wen ich meine. URW, das ist hundsmiserabel. Also werden wir besser machen. Denn selbst wenn wir eine Monographie machen mit echten Buchstaben, also von echten Buchstaben gedruckt, brauchen wir die digitale Version und wenn wir sie nur zum Skizzieren benutzen. Also diese Plakate, die wir machen, skizziere ich vorher immer digital an. Nur alleine, um zu wissen, wie viele Buchstaben ich benötige, ob so viel hat, dazu auch gleich mehr. Und wie man hier sieht, also Loh-Schriften, Louis-Oppenheim-Schriften ist so mein Spezialgebiet und immer mal wieder, man kann sie nicht suchen, man kann sie nur finden. Also die kursive Loh, die es da oben, ich glaube, in 20 Punkt gibt, ist ein Zufallstreffer. Die andere Loh hier, die haben wir in mehreren Größen in Holz, also Loh-Treib, Louis-Oppenheim-Schrift. Und das sind dann da oben... Da rechts sieht man ja auch eine, die schmale Loh aus Holz. Und ab und zu findet man solche Sachen leider nur vereinzelt. Ich habe eine riesige Sammlung von Einzelbuchstaben. Das sind aus Italien, aus den 30er Jahren. Ich weiß nicht genau woher. Leider nicht alle Buchstaben, aber das ist diese negative, positive Geschichte. Das wollen natürlich alle Besucher, besonders die Amerikaner, die wollen so kaputte Sachen haben, weil das ist Letterpress. Wehe, das ist scharf und wehe, das ist gut gedruckt, dann ist es nicht Letterpress. Das muss kaputt sein, am besten noch mit Sandpapier draufgehen. Finde ich nicht gut, weil da bin ich altmodischer Drucker, aber... Das erwarte man. Aber es sind einfach wunderschöne Geschichten. Ah, halt. So, jetzt ist hier die erste Frage für die Fachleute. Ich muss ja nicht über langes und rohes und Essen sowas reden, das wissen wir alle. Aber zum Beispiel eine CH-Ligatur ist dabei bei Gesellschaft natürlich dabei und eine ST-Ligatur bei Seidenstoffe. Aber in dem Plakat da, Beer is made by men, but wine by God, ist ein falscher Buchstabe. Wer weiß, welcher das ist? Du, ja, du weißt es, sei ruhig. Aber ist falsch, ne? Ist nicht der. Ja, ja, stimmt. Thomas weiß es natürlich. Seht ihr das nicht? Bitte? Genau, danke. Man sieht es ja da oben. Also wir hatten das Y nicht. Also es ist so, deutsche Schriften haben immer nur ein Y. Und das geht immer kaputt oder wird weggeschmissen oder verheizt oder sowas. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig. Wir müssen meistens welche nachbauen. Englisch hat halt mehr Y-Löhne. Y, nee, was immer Y heißt. Das ist das von aus der Loh-Schrift. Das hat kein Mensch bis heute gemerkt, weil es passt irgendwie rein. Ist ein bisschen krumm. Das ist auch die Berner, die... Loh-Fraktur, also die untere, die obere ist die Bernhard. Also passt im Genre so ein bisschen. Und das andere Y, was man da oben beim Men sieht, kann sowieso außer uns kein Mensch lesen. Das ist ja kein Y, das würde kein Amerikaner oder kein Nichtdeutscher als Y erkennen. Scheint die meisten von Ihnen auch nicht. Also ich habe in der Schule nach Sütterlin gelernt und Fraktur lesen, aber ist ja aus der Mode. Das ist unser ewiger Kalender. Den kann man die nächsten 100 Jahre benutzen. Weil wenn sich die Wochentage nicht ändern, was ich nicht voraussehe.
Dann braucht man, wenn man sammelt, natürlich auch Alliierte. Es gibt in Deutschland noch eine einzige Schriftgießerei. Ich rede jetzt nicht von Monotype, wo man ja auch Schrift gießen kann per Tastatur, sondern von einer klassischen, richtigen Gießerei. In Darmstadt, Rainer Gerstenberg, ein wunderbarer älter Herr, der ist auch, glaube ich, 75, 76, der keinen Nachfolger hat. Der ist zu Gast beim Hessischen Landesmuseum. Der hat diese Maschinen, die sind zum großen Teil von Stempel, aber auch von Deberny. Da sitzen, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Gussmaschinen. Das ist ein Teufelswerk. Also ich würde noch nicht mal in die Nähe gehen von den Dingern. Das ist Rainer. Und da sehen Sie auf links auf dem Stapel, das sind alles originalgegossene Schriften. Teilweise liegen die da schon seit 50 Jahren. Teilweise macht er noch neue. Die Briten und die Amerikaner kaufen ab und zu mal welche, die er dann auch auf deren Höhe und deren Größe gießt. In der Mitte sieht man diese monströsen Maschinen, das sind Kühlschläuche, weil natürlich das heiße Blei muss gekühlt werden, mit Wasser, ist ein Wahnsinnszeug. Und Rainer macht auch, also man muss ja den, wenn man, ihr wisst, was eine Dikte ist, also die Breite des Buchstabens, die ist in der Matrize nicht vorgegeben, die macht der Handgießer von Hand, also auf Deutsch nach Schnauze. Und Rainer steht dann an der Gießmaschine und macht so, so, das passt jetzt, in 8 Punkt. Passt übrigens auch nicht immer. Ich habe einige Sachen von ihm, da habe ich ein bisschen gemeckert. Aber er vererbt das niemand. Der Mann ist irgendwann weg, kann man sich ja ausrechnen. Und es gibt niemand, der Schrift gießen kann. Maschinen, jede Menge, bei Schumacher, Gebler, in allen Museen stehen Gießmaschinen rum. Können wir alle nicht? Kann hier jemand Schrift gießen? Nee. Das hat der Deutsche erfunden. Also seinerzeit Herr Gutenberg, das Gießen, das Drucken mit beweglichen Lettern. Das stirbt aus. Das finde ich also sowohl kulturell als auch technisch eine Schande, dass wir das einfach dann nicht mehr können. Die Matrizen sind da, das ist der Keller da unten. Die Zahl kommt von ihm, ich habe keine Ahnung, wie man dazu kommt. Aber wenn man sich vorstellt, dass es einige tausend Schriften gibt, jede Schrift hat einige 20, 30 Größen, dann kommen dann auch schon mal sowas zusammen. Die liegen da im Keller und könnte jeder von uns hingehen und gießen, aber wir können es halt nicht. Also und wenn der da rausgeht irgendwann, dann wird das Hessische Landesmuseum wahrscheinlich sagen, was soll man mit dem Schrott, das ist Messing, das ist viel wert als Altmetall, dann ist das weg, unwiederbringlich. Also ich lasse ab und zu mal Schriften gießen, die ich gar nicht brauche, die sind viel zu schade, da wollen wir gar nicht mit drucken, weil die gehen ja kaputt, damit er ein bisschen was zu tun hat. Ich könnte ihm eigentlich auch Bargeld geben, aber das wäre ehrenrührig, also lasse ich lieber was gießen bei ihm. Und zum Beispiel, das ist also aus einer anderen Quelle, hat Ferdinand Ulrich damals in Amerika seine Diplomarbeit über eine Schrift von Hermann Zapf gemacht, die von der es zwei Matrizen gibt. Die haben wir uns auch gießen lassen, das ist die zum Beispiel. Ja, aber dann zum eigentlichen Kern, nämlich meine Berthold-Liebe. Ich bin, wie wahrscheinlich alle hier, die in Berlin länger sind, mit der Akzidenzgottes groß geworden, ohne irgendwelche schweizerische Verdachte. Als ich damals lernte, hatte ich keine Ahnung, was Schweizer Typografie ist, das war mir auch egal. Aber es gab halt überall die Akzidenzgottes und gab überall die Block, weil Block war die kaputte und AG war so die normale halt. Hier sieht man in Plakadur drei Breiten, die wir haben, also das heißt die Fette, die Halbfette und die Schmal, ich weiß gar nicht, wie Schmal Halbfett ist. Ich habe die unter anderem mal zum Anlass genommen, gerade die man hier unten sieht, der dänische Satz da, in ganz großen Graden wirkt die sehr leicht. Und das war das Modell für meine Real oder Real, wie auch immer, dass ich die Schrift, die ich für Johannes Erler gemacht habe, für das Buch, was er über mich geschrieben hat, weil ich wollte nicht eingreifen bei der Gestaltung. Also kann sich vorstellen, wenn das Subjekt des Buches mitgeschaltet wird, das eine Katastrophe. Aber ich habe gesagt, Johannes, ich mache dir eine Schrift, nur eine. Und damit muss es gehen, es geht auch. Also er hat ja 4 Schriften, also hat Rot und Schwarz, das sind schon 2. Und dann in 2 Größen, also mit 4 Schriften kann man jedes Buch gestalten, finde ich. Und damit machen wir sowas. Und das ist auch hier als Beispiel, dass es eigentlich, wenn wir heute daran gehen, dann müsste man da ziemlich viel an Feinsatz investieren. Also diese VE-Kombination ist halt so. SI ist eigentlich zu eng, GN ist auch eigentlich zu eng. Bei ILL habe ich schon wahrscheinlich 6 Punkte reingetan. FT geht auch nicht mal. Also das R steht auch so. Es ist halt so. Man könnte das natürlich zum perfekten Satz machen, den man auch ausgleicht, aber ich habe ja schon öfter gesagt, ich halte Körning für überbewertet. Das ist halt so. Es kommt so aus der Maschine und was den Jungs damals gut genug war, ist mir auch gut genug. Ich finde die Schrift immer noch wahnsinnig schön. Das ist jetzt die 16 Cicero groß, also was ist das, 10 Zentimeter? Nein, nicht 8, 9 Zentimeter, also schon ein ziemlicher Trümmer. Und sehen auch in der Maschine wunderschön aus, finde ich jedenfalls. Und dann passieren solche Geschichten, also alle, cool, geile Idee und toller Entwurf. Es ist so, normalerweise skizziere ich vorher. Denn wir haben nicht besonders, also in diesen Größen nicht besonders viele Buchstaben. Das ist 20 Cicero AG. Und dann passiert sowas, man fängt an zu setzen und plötzlich denkt man, oh scheiße, ich brauche 5 Es. Ich habe aber nur 4. Also lässt man eins weg.
Und alle denken, oh, der Spiekermann, das ist ja so genial, eine tolle Idee, das Wort perfekt. Nee, das ist der normative Zwang des Faktischen. Das ist halt so. Und das ist das Erfrischende an diesem Umgang mit diesen Geräten, dass es alles ziemlich umständlich ist und lange dauert und dass man deswegen schneller arbeitet, wenn man sich die Arbeit einfach macht. Also nicht rummacht und nicht Körning und all so ein Käse. Ich habe eine Stichsäge im Keller, natürlich, für ganz schlimme Fälle. Aber im Allgemeinen ist es halt so, wie es aus der Maschine kommt. Und das ist sehr erfrischend. Und dann passieren auch solche Geschichten. Das habe ich damals, nee, Ferdinand hat das mit meinem Sohn gedruckt, vor 3 oder 4 Jahren. Und die haben 15 Plakate gedruckt, sind gegenüber zum Essen gegangen in zu Josef Roth, kamen zurück und sagten, irgendwie, das Wort Details sieht heute komisch aus. Und man sieht das ja nicht. Und sagt, ach, Dann haben sie die nächsten 35 dann richtig gedruckt. Natürlich wollen alle das jetzt haben. Weil das ist halt das Wort, ne? Muss ich ja nicht erklären. Sowas passiert, weil wenn man in die Maschine guckt, sehen wir gleich, sieht man nicht das. Das ist der Druck, das ist die Form. Das ist ja im Grunde genommen schwarz auf schwarz oder braun auf schwarz. Man sieht ja keine Zwischenräume, beziehungsweise man sieht sie, aber man kann sie nicht unterscheiden. Also Vordergrund und Hintergrund, um nicht zu sagen Figure Ground Contrast, wie das ja in Designer-Deutsch heißt, ist da eigentlich gar nicht vorhanden. Ich unterschätze mich auch immer wieder, denke, es ist viel zu weit, wenn es immer noch zu eng ist, weil man einfach den Zwischenraum nicht weiß wahrnimmt. Und da kann man jeden Tag noch was lernen. Hier ist wahrscheinlich bei der, doch oben bei Berlin, bei der AG, zwischen E und R sieht man zum Beispiel, sind 6 Punkte dazwischen. Könnt ihr sehen, ne? Und zwischen B und E auch ein bisschen. Aber das gibt entweder 6 Punkte oder ein Cicero, also 12 Punkte. Mehr wird da nicht rummanipuliert. Das ist das Leben zu kurz dafür, um sowas zu machen. Selbst für die jungen Leute. Janne, sie guckt dich immer wieder an. Damit haben wir, wann war das letztes Jahr dieses Jahr zu Typo, dieser Sonderdruck der Berliner Illustrierten Zeitung, wo auch immer uns ein E fehlt, aber es ist, glaube ich, Absicht, diesen Sonderdruck gemacht und das Foto auf die Vorderseite, weil ich finde die Form interessanter als den Druck nachher. Da ging es um das typografische Schaffen in Berlin, 8 Seiten mit diversen Artikeln, weiß ich, ob es jemand gesehen hat, gibt es als PDF immer noch, down zu loaden. Ja, wenn man sammelt, muss man natürlich auch recherchieren. Sonst hat man irgendwas und weiß nicht, was es ist. Deswegen haben wir ein ziemlich umfangreiches Archiv. Das ist das, was hier in der Potsdamer steht. Ich habe zu Hause noch leider ziemlich viele Bücher und Schriftproben. Das Problem ist damit, dass es ist einfach, sowas zu besorgen, ins Regal zu stellen, zu beschriften. Aber das müssen wir eigentlich jetzt alles auswendig lernen. Und es gibt dann ab und zu mal Gott sei Dank Leute, die kommen und sich da hinsetzen und die Dinge durchgeben, wofür ich sehr dankbar bin. Dann lesen sie praktisch für mich mit. Und immer wenn ich mal blättere, empfinde ich wieder irgendwas wahnsinnig Tolles, was ich vorher nicht wusste. Weil es ist ja alles gerade in diesen monatlichen oder vierteljährlichen Blättern erfasst. Das Klimsche Jahrbuch, ich weiß nicht, ob es jemand kennt hier. Das gibt es von kurz vor dem Ersten Weltkrieg bis 36. Das letzte aus verständlichen Gründen haben die nicht weitergemacht. Oder gibt es die? Nee, ich glaube, es ist der letzte 36. Was man an diesen Jahrbüchern, also es wird immer das Schaffen des vorangegangenen Jahres dargestellt. Welche Maschinen sind auf den Markt gekommen, welches Papier, gibt es wissenschaftliche Erörterungen dazu, kann man unglaublich viel lernen und es gibt immer Schriftproben. Und wenn man die über die Jahre sieht, das ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist 34, also 28, 29 gibt es da so ein bisschen Futura und dann so 33 kommen schon die ein oder andere Fraktur vor und 34, 35 nur noch Fraktur. Also die Industrie hat sich selber gleichgeschaltet. Weil das war ja die reichsdeutsche Schrift. Wir wissen alle, was 41 war mit der Abschaffung oder mit dem Verbot der Fraktur als jüdische Schwabacher Judenletter, so ein völliger Blödsinn. Also man sieht damit, dass die Industrie immer schon ganz gut darin war, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren, musste wahrscheinlich auch. Plötzlich wollte eben jeder Fraktur kaufen und das kann man an solchen Büchern sehen, und zwar schleichend. Da gibt es auch wunderbare Schriftproben, die dann ab 34 das Hakenkreuz haben. In 12 Punkt, 16 Punkt, 24 Punkt, Halbfett und normal gibt's. Weil musste man ja auf alle Drucksachen unten drucken. Gibt's heute auch wieder. Ich habe auch VW-Logos. Und dann findet man solche wunderbaren Gerätschaften, wo allein schon der Name toll ist. Also der Typengreif. Ich meine, der greift Typen. Ist ja wohl klar. Also ein großer Staubsauger. Dieses Gummiding da oben heißt übrigens Kuh. Der Himmel weiß warum. Hat mir irgendjemand gesagt. Heißt Kuh. Keine Ahnung. Die Form, was immer. Und damit kann man hingehen und nicht nur, Axel weiß das, ist bei uns, der ist am häufigsten benutzt, Axel Nagel sitzt da hinten, man kann nicht nur den Staub saugen aus den Geräten, da ist ein Sieb drin, dass also die Buchstaben drin ist, den Staub raus, man kann damit auch, wenn man einen entsprechenden Einsatz hat, die A's aus dem Fach links unten nehmen und in einen anderen Kasten tun, was man immer ab und zu mal machen muss, wenn man neue Kästen braucht oder neue Schrift oder sowas kauft, kann man damit mit dem Typengreif einlegen. Man muss dabei aber unbedingt einen weißen Kittel tragen.
Das habe ich jetzt nicht ist aufs Deutsche übersetzt. Axel macht das manchmal ohne Kittel, was eigentlich verboten ist, finde ich. Weil, na, es ist halt, meine weiße Kittel haben ja einen Grund, das ist, weil, wegen der Sauberkeit. Also es gibt, wie hier Ferdinand hat es mal zusammengestellt, eine Geschichte von Kollegen und Kolleginnen in weißen Kitteln bis hin zu Johannes Itten, übrigens auf dem Dach in der Brandenburgischen Straße war das, gar nicht weit von hier, auf der Tunnel rauskommt, hatte Itten ja seine Privatschule gegenüber von dem wunderbaren Schokoladenladen übrigens, den er entworfen hat. Das ist der Original-Bauhaus-Schokoladenladen. Die sind unglaublich unfreundlich, also man kann mit Mühe was kaufen, aber was wir wollen, was kaufen, so in dem Stil so ungefähr da. Wunderbare Schokolade kann man da kaufen. Gegenüber hat, wie gesagt, Itten seine Schule gehabt und die haben dann so ein bisschen da in weißen Kittel halt rumgeturnt. Daneben ist Hermann Zapf und da ganz rechts außen Adrian Frutiger, übrigens auch eine Methode, die man nicht mehr praktiziert. Das sind Reinzeichnungen von Buchstaben, fette Universität sieht so aus. Und wenn man keinen Fotokopierer oder sowas hatte früher, wie hat man kleine Schriften gemacht? Man ist 20 Meter weit weggegangen, da war sie klein. Habe ich auch so angefangen. Also so ist sie 10 Zentimeter groß und so ist sie 5 Zentimeter groß, ganz einfach. Also es gibt nichts Einfaches. Also so habe ich immer meine Dicken gemacht. An die Wand gehängt und dann einen Assistenten genommen, der hat es rumgeschoben, bis es gepasst hat. Geht immer noch, ganz ganz analog. Ja, da haben wir uns hin und wieder mal hinreißen lassen, auch mal die weißen Kittel anzuziehen. Wir haben dann vor 2 oder 3 Wochen nochmal ein Foto gemacht und dann waren die weißen Kittel leider nicht gebügelt. Dann hat meine Frau entschieden, dass wir uns in die schwarze Schürze werfen, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde die weißen Kittel schon ziemlich gut. Und aus irgendeinem Grunde hatten alle an dem Tag, außer mir, ich war nicht im Memo offensichtlich, schwarze Klamotten an. Ich hatte wieder nichts mitgekriegt, sonst, nee, heute habe ich auch wieder dunkelblau. Ja. Dann entdeckt man manchmal Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt. Weiß jemand, also Typometer kennt man ja eigentlich als Größenmaß, aber dieses Ding ist eigentlich eine Schablone, in der man nämlich, rechts sieht man ja 2, 3 Punkte, also das größte Problem ist ja, wenn wir Workshops haben oder Leute, die sich nicht so arg auskennen, die schmeißen dann die 2-Punkt-Regletten, also die langen Zwischenräume, irgendwo rein, wo es dünn aussieht. Die Länge kriegt man noch einigermaßen hin, das sieht man ja, aber den Rest nicht. Und damit kann jeder diese heiklen Fälle prüfen. 48 Punkte brauche ich nicht zu prüfen, das weiß ich auswendig. 46 Punkte kenne ich gar nicht, braucht auch kein Mensch, aber es ist halt die Reihe da. Also ein wunderbares Gerät, eine Schablone, um Größen, Schriftgrößen und Blindmaterial, Dikten und Materialstärken zu messen. Und das Schönste ist daran, das kommt von der Haas Schriftgießerei, die hat natürlich einen Hasen im Logo, ist ja wohl klar, obwohl es ein Hase mit Doppel-A ist und der hält natürlich einen Buchstaben in der Hand. Ist das nicht unheimlich süß? Also schon deswegen. Kein Mensch hat dieses Ding. Ich bin der Einzige, der sowas besitzt in der ganzen Welt. Oh, nein, sicherlich nicht, aber alle wollen das klauen. Ha! Um das zu vermeiden, haben wir es nachgebaut. In Plexi, also Plaste auf gut Deutsch. Wir haben nämlich einen Laser da oben und der ist genau genug. Nicht ganz so gut wie Messing und wird auch nicht so lange halten. Aber dafür ist es schön leuchtend und da wird auch eine wunderbare Verpackung auch gelasert. Das hat Lunia heute den ganzen Tag gemacht, in dem stinkenden Laserraum da hinten. Darf man gar nicht laut sagen, diese Pappschablonen ausgelasert. Ist Lasern eigentlich schon ein deutsches Verb? Ja, ne? Glaube ich schon. Also so wird's verschickt. Wir haben es natürlich in Dido und in Pika für den gewöhnlichen Amerikaner. Und weil ich finde, das muss jeder haben, sowas. Jeder, der je Blei in die Hand nimmt. Da gibt es natürlich sowas Wunderbares wie Schrifthöhen-Messgeräte. Ich liebe diese Geräte. Hier sieht man, dass es 5 Hundertstel zu niedrig ist. Sieht man, ne? Wenn's, also da ist, das Ding ist, da steht's drauf, gereicht auf 23,56 mm deutsche Normalschrifthöhe. Und das wäre dann bei Null, wenn man es vorher justiert hat natürlich, was man macht, indem man diesen Metallblock nach vorne schiebt. Und da sieht man, dass es zu dünn ist, zu niedrig ist, weil das kommt aus Amerika und der gewöhnliche Amerikaner kann das nicht. Das habe ich nur gemacht letzte Woche in Los Angeles, weil so einen ähnlichen Vortrag gehalten, weil wir können eben diese wunderbaren Wörter zusammenbauen. Da steht drauf Spezial Dickenmesser für Gummidrucktücher. Aber ich fand, in einem Wort ist das viel schöner. Gummidrucktuch, Spezial Dickenmesser. Wir verstehen das sofort. Mehr hat auch nicht rein. Ich hätte noch mehr machen können, aber hätte die Schriftgröße ändern müssen. Da war ich zu faul. Aber solche Gerätschaften sind, das ist neu. Das gibt's heute noch, weil jeder Offset-Drucker muss ja auch Gummituch messen und Papier messen. Und ich liebe diese Gerätschaften. Denn man mag es nicht glauben. Selbst bei diesen relativ kruden Holzbuchstaben. Ich meine, das ist irgendwie, in diesem Fall ist es zwar Ahorn, aber inzwischen ist es irgendwelche Sperrholzgeschichten, alle möglichen Materialien. Kommt es auch wirklich aufs Hundertstel an? Man denkt das ja nicht, aber ein Hundertstel kann ich sehen beim Drucken. Also es ist ein 60 Gramm Papier. 30 Gramm Papier kann ich schon sehen. Also Zigarettenpapier, falls es das noch gibt, würde man sehen beim Drucken. Deswegen wird einiges gemessen, unter anderem wenigstens die Einstellung der Farbwalze.
Den Druckzylinder können wir nicht einstellen, den können wir nur mit entsprechendem Aufzug versehen, der auch auf 100, also normal so 1,2, 1,25, also auch auf 100 genau, Aufzug da oben, was um die Walze rum ist. Das kann man, dafür muss man Gummituch messen und die Papierstärken messen. Es gibt kalibrierte Papiere dafür. Normalerweise werden die Farbwalzen, Abstände der Farbwalzen mit so einem, Amerikaner nennen das Lollipop, also so ein Lutscher, gemessen, den man unter die Walze schiebt und dann gibt es darauf einen, ja, diesen schwarzen Farbstreifen, von dem man früher sagte Viertelpetit, also zwei Punkt groß, aber das kann man nicht, also es ist sehr ungefähr, also eine sehr amerikanische Art des Messens. Man muss dafür die Maschine einfärben und dann, wenn man auf diese Walze dahinter, wir haben sogar teilweise drei Walzen, dann muss man die vorne rausnehmen, damit an die hintere Walze kommt. Wenn man aber vorne rausnimmt, nimmt man das Gewicht nicht mehr. Das ist also Blödsinn. Deswegen hat der gewöhnliche Deutsche wieder einen Greif erfunden, nämlich den Walzengreif. Greif ist einfach so ein Wort, das da häufig vorkommt. Walzensteller Greif heißt der. Das ist ein, sieht aus wie eine Waage, wird auch genauso bedient. Man schiebt das, also das Ding wird kalibriert auf deutsche Normalhöhe. Dann schiebt man das unter die Walze, die man nicht einfärben muss. Und dann dieser komische Schwanenhals, den man vorher justiert hat, der zeigt einem dann an, wie hoch die Walze steht. Man muss nachher sowieso nochmal wieder nachjustieren, weil alles nie was stimmt. Aber dieses wunderbare Gerät, also ich kenne zwei davon, eins ist in Adlershof, eins ist hier in der Potsdamer, das wollen auch alle immer klauen, weil das einfach so obergenial ist, weil dieser Lollipop ist schwachsinnig, kann kein Mensch mit umgehen, aber das hat irgendjemand in den 30er Jahren erfunden, Herr Greif oder wer immer das war, Professor Greif vielleicht sogar, ein wunderbares Gerät und das ist sowas, also wenn man sowas findet, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gefunden habe, dann ist der Tag wirklich beglückt gelaufen. Wir haben übrigens bisher nur auf Englisch eine Webseite, wo diese ganzen Sachen noch vorgestellt wurden. Ah, da steht's ja. Mr. oder Mrs. Gölz hieß der oder diejenige, von den Reichspatenten her, muss es 30er Jahre gewesen sein. Wir reden auch über einige unserer Schriften. Leider nicht genug, weil das ist immer so eine Liebesarbeit, die wir immer gerne machen möchten, aber dann doch nicht tun. Sowas haben wir auch bei uns. Und mitunter muss man es auch veröffentlichen, weil wir denken, das ist die und die Schrift und dann kommt jemand, meistens Florian Hartwig, und sagt uns, was es wirklich ist. Oder, ja, Herr Mayer hier auch hin und wieder mal. Also man braucht dann das Crowdsourcing sozusagen. Ja, wichtig ist natürlich, dass man das Wissen, was wir da uns anarbeiten, weitergeben. Wobei das auch einen finanziellen Hintergrund hat. Wir nehmen natürlich für die Workshops Geld. Oft hier in diesem Fall sind das die Kollegen von Eden Spiekermann, dann kommen die Digitaldesigner und sind ganz erstaunt, dass der Zwischenraum existiert, also man gibt keine Return-Taste und sind auch beglückt und wundern sich, dass es abends dann schon 5 Uhr ist und sie müssen aufhören, weil man nämlich noch sauber machen muss, was ja der gewöhnliche Macintosh-Designer auch nicht weiß, der macht einfach zu oder fährt seinen Computer runter, wie es ja noch manchmal heißt. Blödsinniger Ausdruck. Also das ist eine sehr wertvolle Tätigkeit, für uns finanziell, aber auch für die Kollegen, die die Langsamkeit entdecken, die plötzlich merken, dass es vielleicht ganz toll ist, wenn man nicht 16,7 oder 17,4 Millionen, weiß ich, also Millionen von Farben hat und nicht 100.000 Fonts, sondern, ja, wir haben ja doch schon ein paar hundert Schriften, aber die passen ja nie und es sind nicht genug E's drin. Einige Workshops sind billiger, sind dann in Schwarz-Weiß. Und dann kommen so Kollegen wie, das zum Beispiel, das sind zwei Kollegen von iMagazine, also auch die oberdigitalen Leute waren nicht wieder rauszukriegen aus der Bude, waren sehr beglückt. Und dann kommen immer wieder Studentengruppen. Und da sind wir immer etwas gemischter Gefühle, weil aber eines ist ja natürlich toll, wenn Interesse haben und sich ansagen, am Sonnabend kommen wieder Leute aus Stockholm. Es ist toll, wenn Leute kommen und Interesse haben. Andererseits hält es wahnsinnig auf. Ich meine, ich muss Ferdinand und die anderen Kollegen bezahlen. Selbst Lunia kriegt ein bisschen Geld, unsere Praktikantin. Janis kriegt auch ein bisschen Geld. Also ich muss das ja irgendwo herholen. Also insofern, wenn jeden Tag eine Gruppe käme, dann würde es den Betrieb völlig lahmlegen. Mitunter sagen wir auch, ihr müsst ein bisschen was bezahlen dafür, dass wir uns da 2-3 Stunden Zeit nehmen. Ferdinand macht das immer sehr gerne und sehr gut und hat auch den Vorteil, dass man ihn von überall sehen kann. Ja, zur Recherche gehört natürlich auch, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie denn Schrift hergestellt wird. Ich bin jetzt hier mal speziell auf große, also Titelsatz oder einfach heute sagen wir Headline-Schriften, also große Schriften, die man nicht aus Blei macht, weil sie zu schwer wären. Also es gibt immer noch, unten sieht man noch Magnesium-Klischees, unten rechts sind Schriften, die gegossen sind, also aus einer Form. Sind auch, eine ist auch 3D gedruckt, haben wir auch schon probiert, da die 3Hs sind aus 3D gedruckt. Das geht technisch zwar, aber erstmal dauert so ein Buchstabe ungefähr eine Stunde und zweitens ist das Material, ich sage es relativ ungerne, weil ich den Preis nicht kenne, so teuer wie Kokain.
Also ich kenne den Marktpreis von Kokain jetzt gerade heute nicht, aber jemand kostet Buchstaben, naja, 5, 6 Euro für so ein probiges kleines Ding. Das wird noch eine Weile dauern, irgendwann geht's. Links ist, ganz links das E ist Ahorn, bei unserem Rumänen gemacht. Daneben ist Plexiglas, das geht zwar, aber man muss es aufkleben und so ein EG rechtwinklig aufkleben kann keiner. Oben waren die allerersten Versuche mit Resopal, was auf Englisch Formica heißt. Daneben ist wieder ein nicht sehr erfolgreiches Ahorn. Das ist nicht erfolgreich, weil das sind zwei Blöcke zusammengeleimt und das sieht man im Druck. Daneben rechts oben ist natürlich das gute alte Placadur. Darunter ist Birne aus Holland. Wunderschönes Material. Leider kann der Kollege die Maschine nicht bedienen. Deswegen ist die Präzision nicht da, die man braucht. Also wir haben ziemlich viel ausprobiert. Auch unter anderem, das ist jetzt sozusagen horrible dictu, was man auf Deutsch Niloprint nennt, was im generisch einfach Polymer heißt, also Plastik. Oder Plaste, wie es früher hieß. Aber ich leiste mir eben den Luxus, da ich auch noch als Schriftentwerfer dilettiere, dann schon mal eine der eigenen Schriften in, dann immer nur in einem Grad, das ist die Real Book oder Buch in, die 16 Cicero groß, die habe ich mir mal schneiden lassen und davon auch ziemlich viel, das war sogar mal in 20 Cicero einer der Versuche. Die allererste Schrift, die ich habe schneiden lassen, war auch mehr so ein Sozialprojekt. Es gibt in den Staaten, in Wisconsin, mitten in Trumpistan, übrigens wirklich, da sind nur Trump-Bumpersticker, also ich kann da nicht wieder hinfallen im Augenblick. Nicht nur Bumpersticker, die sind auch ganze Häuser mit Trump beklebt, also leider nicht mit ihm, sondern mit Plakaten, mit dem Namen drauf. Aber das sind so unheimlich nette Leute, die das riesen Archiv haben, so ein bisschen wie Rainer Gerstenberg in Darmstadt, und die brauchen Geld, und da habe ich dann mal für die eine Schrift gemacht und also bestellt. Und die dürfen sie selber digital verkaufen. Und weil die nicht so technisch so gut sind, habe ich eine Schrift entworfen, die keine spitzen Ecken hat. Also die kann man mit einem primitiven Pantographen, mit einer Fräse ganz schnell machen. Die Dame, die das gefräst hat, war 95 oder ist wahrscheinlich inzwischen 97, wenn sie noch lebt. Ich habe sie also einfach gemacht. Denn ich wusste ja vorher, mit welcher Technik das gemacht wird. Es geht aber auch anders. Wir haben ein Projekt gemacht mit unseren italienischen Freunden. Da haben wir wieder, das ist wieder Resopal. Man sieht, wie unglaublich scharf man fräsen kann. Und zwar dieser Kreis, wie man ja da sieht, ist genau auf der Ecke von dem Quadrat. Das haben die damals auch gekonnt. Also dass es keine Nachbreite gibt, weder links noch oben oder rechts oder unten. Und dass trotzdem der Kreis vollständig ist. Das muss man auch erstmal hinkriegen, also wenn man fräsen kann. Der Kollege, das für uns inzwischen macht, kann das ganz gut. Haben uns natürlich abgeguckt von der Futura Schmuck. Es gibt auch, es gibt Stempelelemente, das sind alles die gleichen Dinge. Also im Prinzip geometrische Elemente, mit denen man alles Mögliche bauen kann. Also auch Buchstaben, was natürlich blöde ist. Man könnte auch fertige Buchstaben nehmen, aber für das Futura-Projekt in Mainz damals haben wir das Wort Futura eben aus diesen Elementen gebaut. Da muss man halt Kopf rechnen, was man ohnehin beim Setzen ganz muss. Gemeinsame Vielfache, man muss durch zwei teilen können, durch sechs auch vielleicht noch. Ich bin ja kein großer Anhänger des Duodez-Systems, also das Imperial schon gar nicht, was die Briten nicht mehr, die Amerikaner noch benutzen. Aber in diesem Fall ist es natürlich dem metrischen überlegen, weil es man durch 2, 3, 4 und 6 teilen kann. Während unser metrisches System kann man ja nur durch 2 und 5 teilen, das ist nicht ganz so toll. Also sowas kann man machen. Und dann waren wir eingeladen von einer italienischen Stiftung mit unseren Freunden der Tipoteca Italiana. Falls jemand mal da oben ist, das ist eine Stunde nördlich von Venedig. Das ist ein Museum, was dieser Herr da links, Sergio, betreibt. Der ist einer von vier Brüdern. Die anderen drei Brüder betreiben eine riesige Druckerei, also so eine wahnsinnig moderne Bude, wo es kaum noch Leute gibt, aber dafür 12 Farbenmaschinen. Und die haben ihm erlaubt, vor 40 Jahren dieses Hobby zu betreiben. Er war nach seinen Aussagen in jeder italienischen Druckerei. Seit Mitte der 60er Jahre und hat überall was mitgebracht. Der Typ ist völlig wahnsinnig. Das ist ein Teil seiner Sammlung. Da stehen, ich weiß nicht, 40 Tiegel rum und 30 Schnellpressen, und der kauft auch jeden Tag nur eine. Und hat zwei Mechaniker, die das Zeug nur ölen und fetten, und es ist ein Traum, aber auch ein Albtraum, weil die stehen halt auch rum. Gut, ich meine, in dem eigentlichen Museum nebenan, da sind zum Beispiel alle Schriftschubladen neu gemacht und aus Metall auf Kugellagergleiter. Die werden wahnsinnig, das ist so unmal. Also ich komme mir immer vor wie der kleine Junge vom Lande mit meinem Popel anwesend da. Und das ist alles so Hightech. Und die haben ein eigenes Restaurant in Italien. Man muss wirklich zu Josef Roth gehen für 4,50 Euro und braune Soße essen. Also das hat schon was. Wenn jemand da in der Gegend ist, dann müsst ihr umhängen. Das ist so unglaublich. Die sind wahnsinnig freundlich natürlich und haben alles. Und ich darf alle Schriften anfassen, sogar die wertvollen.
Aber das darf nicht jeder von euch. Wir haben eine wahnsinnig tolle Sammlung von italienischen Futuristenschriften 20er, 30er Jahre, die es bei uns gar nicht gibt. Und dann haben wir dieses Projekt gemacht, dass ich jetzt nur die, das war das, und das Prinzip ist, also das Prinzip Plakat, Sergio hat dann damit eine richtige Plakate gemacht und wir haben nur das Material zur Verfügung gestellt. Und dieser weiße Spalt ist natürlich eine Reglette, ein Zwischenraum, denn normalerweise würde es ja aneinander gehen oder eben doch nicht ganz. Ich finde aber allein diese, also ich finde die Form wesentlich schöner als das Plakat. Also die Italiener haben diese wunderbaren, das sind alles Alustege mit den Löchern drin, die kenne ich bei uns nicht. Ich finde diese Form wahnsinnig schön. Also da unten dieser Steg da mit den drei Löchern drin und der eckige mit dem Quadrat drin, das sind doch, finde ich, wahre Skulpturen. Weiß nicht, ob das jemand meine Begeisterung teilen kann. Eines Tages werde ich auch erwachsen. Dann haben wir dieses wunderbare Projekt mit Bauhaus gemacht. Das ist so eine Mischung aus Recherche und Experiment. Adobe, die sicherlich jeder hier kennt, hat so ein Projekt, das nennt sich Hidden Treasures, also verborgene Schätze, die man wieder erwecken muss. Und sie kamen zu uns im Mai und wollten, dass ich gerne ein Projekt kuratiere, wo wir aus dem Bauhaus Archiv, was ja in Dessau ist, also eins ist in Dessau, hier gibt es ja auch eins, aber das Archiv, wo diese Drucksachen alle liegen, die alle aus den zum Teil noch aus der Weimarer Zeit kommen, also bis 25, zum Teil aus Mitte der 20er Jahre, sollten wir einige Sachen aussuchen und die dann von Studenten der Schriftgestaltung zu neuen Schriften, Fonts machen lassen. Das meiste kennen wir natürlich davon, also vieles haben wir schon gesehen, vieles haben wir nicht gesehen, vor allen Dingen haben wir sie nie im Original gesehen. Wir waren also da im Archiv und dann holt jemand diese Pappen mit weißen Handschuhen aus einer Schublade und dann fällt man schon mal ziemlich hin, weil das ist schon noch mal was anderes. Also dieses, kann man zurückgehen einmal? Danke. Das ist ja fast logisch, ne? Erstaunlich. Also zum Beispiel das Plakat, diese Konsumgenossenschaft, das ist in Wirklichkeit so ein A1-großes Handgemalt mit Plaka, also mit Gouache-Farben. Das ist so unheimlich leuchtend. Aber man sieht es auch, es ist präzise, aber auch handgemacht. Also wie eben, wenn man zum Beispiel das schwarze Quadrat von Malevich in Amsterdam im Museum sieht, das ist total primitiv gemalt. Aber es ist eben gemalt. Wir kennen ja die Kunst nur aus der Reproduktion. Und die Dinger kennen wir alle aus den Bauhausbüchern, aber das im Original zu sehen, also es hat dann schon ganz, also hat mich ganz schön getroffen, im guten Sinne. Wir haben dann fünf Schriften ausgesucht, beziehungsweise fünf Skizzen, Entwürfe, einige mehr oder weniger fertig, einige nicht. Und haben dann an den fünf Schulen, die uns bekannt sind, also Lausanne, Leipzig, Den Haag, Reading und Cooper Union in New York, wir hatten nur noch zwei Wochen Zeit, nachdem die Bürokratie erledigt war, mussten also auf einige Gefälligkeiten zurückgreifen. Das mache ich immer so, dass ich den Leuten sage, du schuldest mir noch was. Das stimmt zwar nie, aber das Schuldbewusstsein ist immer da. Und dann haben wir innerhalb von drei Tagen diese fünf Studenten gefunden oder Studentinnen, auch noch aus vier verschiedenen Ländern, zwei Frauen dabei. Also wir haben Glück gehabt, ohne irgendwas zu machen. Und Flavia, eine Brasilianerin, hat sich dieses ausgesucht. Keine hat sich überschnitten, also alle wussten gleich, was sie machen wollten. Und dann haben wir mit ihr ein wenig hin und her geskypt und Dateien geschickt und dann war diese wunderbare Schrift fertig. Und dann haben wir uns rausgenommen, weil bei Adobe war noch ein bisschen Geld drin, und gesagt, lassen wir die mal in Holz schneiden. Und haben dann, das sind jetzt die sichtbar gemachten Dikten, also so sieht das aus. Hier sind ja sicher einige Leute, die sich mit Fontlevel oder Glyphs in diesem Falle auskennen. Ich zeige es auch deswegen, weil es gibt Diskussionen, es gab eine Diskussion mit Indra Kupferschmidt natürlich, die meinte, dass man keine runden Formen bei großen Schriften machen kann, weil die würden immer abgeschnitten. Quatsch. Also man hat sie behauptet. Das haben die Amerikaner wahrscheinlich so gemacht, weil sie so eine dicke Säge haben und nicht rechnen können. Man nimmt natürlich den tiefsten Punkt und macht dann, ich meine, immer nochmal drei Einheiten dazu und dann einen Strich von drei Einheiten, weil der Leser oder die Fräsmaschine muss diesen Strich ja sehen als, das ist also meine Dikte sozusagen. Das ist unser Figurenverzeichnis gewesen und dann schneidet man Schriften, Holzschriften immer fast genau ran, also das sind drei Einheiten da und man geht eben auf die höchste Höhe, auf die tiefste Tiefe, außer Unterlängen. Oder eventuell Oberlängen, die macht man nämlich extra. Und zwar meistens ein Viertel der Versalhöhe. Also bei 16 Punkten sind das vier, bei 16 Zitro, bei 12 Zitro wären es drei und so weiter. Es gibt Abweichungen, weil jeder hat gemacht, was er wollte. Das ist mein Verfahren jedenfalls. Und dadurch habe ich eben die runden Formen immer komplett da und noch ein bisschen Fleisch dran. Also das haben wir nach diesen Maßgaben fräsen lassen von unserem Kollegen. Das ist sozusagen der Gießzettel, den ich schon mal für was angenommen habe. Also wir machen uns inzwischen 500. Ich meine, kostet dann richtig Geld, also ich glaube, haben die 2000 Euro gekostet, können aber auch ein paar mehr Y machen, als man normalerweise hat. Da rechts sind eben die Mengen und auch sogar Medieval-Ziffern, die auch die Flavia nämlich gemacht hat, die roten Dinger, das sind also die Sonderzeichen.
und sind dann damit nach Los Angeles gefahren, geflogen natürlich, und haben die dort auf so dieser riesen Adobe Max Messe mit 15.000 Leuten, ich glaube es gar nicht, ist unfassbar, die da alle rumwieseln und sich alle möglichen Sachen zu kreativ anhören. Und wir hatten eine Schlange um den Block rum. Also alle wollten, wir haben nur ein paar, jeden Tag ein anderes Motiv in die Maschine genommen, so eine Primitive zum Durchdrehen. Und ganz Los Angeles wollte einmal dieses Glück erleben, die Kurbel zu drehen und ein Blatt rauszunehmen. Ich meine, das fragt man, aber ich weiß noch genau, ich weiß nicht, wie alt ich war. War ich 12 oder sowas oder 11? In Bonn in der Universitätsbuchdruckerei, wo wir nebenan gewohnt haben. Ich habe die Schülerzeitung redigiert, gestaltet, wie auch immer. Das war damals noch Bleisatz. Und ich weiß, das muss auch eine andere Presse gewesen sein oder eine Nudel, so eine Ratsche, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß, der Setzer in seinem Kittel hatte diese Form da stehen. Wahrscheinlich war es eine A2, A5 Doppelseite, weiß ich auch nicht mehr. Und das sah halt so aus. Da war halt Messing und Blei und Dreck. Es war ziemlich dreckig. Und die Farbe war auch dreckig. Und er hat dann sich einen Frosch gebaut, also mit Papier, so einen kleinen Papierschniepel, mit dem man das Papier anfassen konnte, und hat dann dieses weiße Papier da reingelegt, in die Maschine einmal durchgedreht und hinten dieses Blatt rausgekommen, es war plötzlich schwarz bedruckt an wenigen Stellen. Man konnte das nicht, ich war völlig von den Socken, das war Zauberei. Das erleben anscheinend die Leute heute auch noch. Wir haben eine Maschine mit so oller Holzbuch, Sperrholzbuchstaben drin, mit schmieriger Farbe und eine total primitive Kurbel, drehen durch, also, und hinten kommt ein Blatt raus, was bedruckt ist. Das scheint immer noch zu funktionieren, diese Faszination. Wir sind immer auch, ich weiß nicht, wir sind eigentlich in der Zeit, ich quatsch mir hier einen ab. Muss mich auch noch bei Christian Mathieu bedanken, es fällt mir jetzt noch ein. Als Obernervensäge vom Dienst hat er mich 2 Jahre lang verfolgt. Mach doch mal einen Vortrag bei uns. Nee, ich will nicht mehr. Ja, und dann ist er ja auch nur die Straße runter, dann kam er vorbei, ist auch ein netter Kerl, hat einen Kaffee gekriegt. Und da hat er nach Ferdinand irgendwie bestochen, ich weiß nicht wie. Sagt, komm, geh doch mal dahin, mach doch mal. Also nochmal danke. Er ist schuld, dass ich hier bin, weil eigentlich will ich keine Vorträge mehr halten. Aus dem Alter bin ich eigentlich raus. Ja, also wir beide haben, Ferdinand und ich, komischerweise, also ich auch trotz meines Alters, eine Vorliebe für Neonfarben. Wir drucken sehr viel mit Leuchtfarben, was immer ziemlich cool ist, weil die gehen zwar nicht wieder ab, ne? Lunia muss lachen, bei uns wird ziemlich viel Leuchtfarbe verbastelt. Wir haben ja noch dieses Privatprojekt, was Susanna, meine Frau, gestaltet, die Amerikanerin ist, dass wir irgendwelche Sachen, Beiträge zusammensuchen, haben wir schon Jana nicht mehr gemacht, hier fehlt auch noch eins, und die dann einfach drucken. Am Anfang war es mit Risograph und mit Digitaldruck, dann die Umschläge immer im Buchdruck, aber von Klischees natürlich meistens, in mehreren Farben, Auflagen zwischen 200 und 300. Das ist ein reiner Spaß, das ist hier typisch Riso, weil man sowieso keinen Passer kriegt, kann man es gleich alles schief machen. Die Schriften werden natürlich ungefähr genauso unscharf wie beim Buchdruck, also wenn man zu viel druckt. Das ist das letzte auch schon wieder, glaube ich, fast ein Jahr her. Wir wollten dann diesem ganzen Trumpgerödel mal gucken, weil wir viele amerikanische Freunde haben. In Berlin gibt es, glaube ich, 50.000 Amerikaner, habe ich irgendwo gelesen, also die legal hier sind. Mal zeigen, dass es auch noch ein paar gute Amerikaner gibt, Jimi Hendrix zum Beispiel. Und haben uns dann Zeichnung machen lassen von unserem Editor, von R.J. McGill. Und das ganze Ding im Buchdruck gedruckt, natürlich von Nylon-Printplatten. Und dabei auch das als Test genommen, wie fein man werden kann. Also solche Zeichnungen, man kann auch noch feiner werden. Wir haben, gleich kommen noch die Sorkamp-Bücher, wir können durchaus, wenn wir wollten, einen 60er Raster drucken, wenn das Papier stimmt, würde ich lieber nicht machen, weil es Probleme mit der Farbe dann gibt, aber man kann, haben wir ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gemacht, also auch Graustufen drucken. Wir haben das eine Problem, bei allen Buchdruckgeschichten, vielleicht zeige ich gleich mal die Sorkamp-Sachen nochmal drauf kommen, dass Leute, wenn ich ihnen sage Letterpress oder Buchdruck, alle fassen erstmal an. Es muss so intaglio sein, also es muss irgendwie tiefgelegt sein, die Schrift, was ein Riesenproblem ist. Denn eigentlich habe ich ja mal, und viele, eigentlich einige von euch auch noch gelernt, dass die Schrift das Papier nur küssen soll. Das soll ja nicht reinquetschen, da gibt es ja einen Quetschrand. Was man übrigens macht, ein wunderbarer Trick, macht das aber zu Hause nicht nach, man druckt die Form ohne Farbe mit Karacho ganz tief, druckt dann mit Farbe ganz leicht in die Form nochmal rein. Da hat man nämlich keinen Quetschrand, aber hat die Vertiefung. Kann man nur, wenn man mit Passer drucken kann. Kann man auf dem Heidelberger Tiegel, auf dem Zylinder, kann man das. Der Passer ist so unglaublich genau, dass wir es schon ein paar Mal gemacht haben. Also wie gesagt, macht das nicht zu Hause, das ist nicht einfach. Aber es geht, mit Maschinen aus den 50er Jahren, wohlgemerkt. Damit kommen wir eben zu dem postdigitalen Letterpress, wie heißt ein Buchdruck. Das ist Daniels Druckerei, die Lettertypen. Das ist Lutz Nessings ehemalige Bude, der vor ein paar Jahren pleite gegangen ist. Und das ist dann sozusagen Kraut gesourced worden. Also Kraut in diesem Fall als Deutsche. Und ich habe mich da engagiert und
Ich weiß gar nicht, ob die Maschinen mir gehören, weiß nicht, ist auch egal. Irgendjemand gehören sie, die stehen da rum, ich zahle zumindest die Miete und Daniels Gehalt. Also dieser riesige Johannesberger und daneben der Heidelberger Zylinder, das ist das Verhältnis. Also rechts ist 50 mal 70, was ja schon ganz ordentlich ist. Und daneben ist, was mich die Amis immer gefragt haben, wie groß ist denn das Blatt? Ja, wenn man Amerikaner ist, weiß man das vielleicht nicht unbedingt. Das sind also keine Inches jedenfalls, sondern man kann da auf dem Ding 130 mal 96 Papier durchkriegen. Also größer als Weltformat, also ein ziemlicher Lappen. Also zwei Doppelseiten FAZ mit Rand drumherum. Kommen wir auch gleich noch zu. Also das können wir darauf drucken, auf diesem Wahnsinnsmonstrum, das 3-4 Jahre lang restauriert worden ist. Das war vor 3 Jahren, glaube ich, unser erster Probedruck darauf. Mit dem Heidelberger Zylinder machen wir eigentlich, also Daniel druckt sogar Visitenkarten drauf, wenn es mehr als 2 sind, weil das Ding ist in 10 Minuten einzurichten. Man kann Farbe wechseln in einer Viertelstunde, wobei wir mit Magnetplatten arbeiten, dazu noch mehr. Und das ist so die typische Geste, also gegen das Licht halten, ob Register stimmt. Wir haben uns nämlich einen Laserbelichter bauen lassen. Es gibt Laserbelichter, was die Flexo-Leute, also Flexo ist diese Gummiwalze, die normalerweise auf Verpackung gedruckt wird. Die sind aber erstens nicht besonders präzise, auch vor allem nicht so besonders breit. Das Ding ist 72 cm breit und damit wird eine Nyloprint, also eine lichtempfindliche Plastikplatte, die in unserem Fall 0,6 mm, demnächst 0,9 mm stark ist, auf Metallbasis. Die wird belichtet mit dem Laser, also da, wo Schrift ist, wird die Schicht gehärtet, dann nachbelichtet, wie übliches Nylonprint, ausgewaschen, geföhnt, gelegt, getrocknet und so weiter. Und wie man sieht, ist das Ding aber wirklich sehr selbst gebaut. Wir haben es mit einer Firma in Hannover zusammen so 2 Jahre lang entwickelt. Es funktioniert. Es ist, wie man sagt, sehr, sehr handgebaut. Also wir sind aus irgendeinem Grunde die Einzigen, die ohne Negativ direkt auf die Platte gehen im Buchdruck. Ich weiß nicht warum, es war schwierig, aber es war nicht unmöglich, wie man sieht. Und damit haben wir das Negativ nicht mehr, weil in Berlin gibt es, glaube ich, noch ein oder zwei Leute, die überhaupt noch Negative belichten können. Auf jede hier ist das. Und das kostet dann für so ein 50-70 kostet allein das Negativ schon 120 Euro. Uns kostet die Platte 60. Also wir sparen das Negativ und die sparen den Qualitätsverlust und so weiter. Und kein Labor und Chemie und so weiter. Und dann kommen diese Platten eben raus, die ziemlich komisch, also man denkt immer, es kann ja nicht sein, dass sowas druckt. Die Schrift ist selber nur ungefähr 0,2 mm hoch. Wir haben ja sogar neue Platten, wo die Schrift dann 0,5 hoch wird. Da kann man also noch mit ein bisschen mehr Karacho drucken, was wir alle haben wollen. Dann schießen wir aus, in diesem Falle 8 Seiten, und drucken von der Nyloprintplatte. Und diese Ränder sind keine Trauerränder, sondern ein ganz einfacher Trick, die Walzen hochzuhalten. Wenn sie so ungleiche Formen haben wie da, wo ein bisschen weiß ist. Und die Walze springt immer bei der ersten Linie. Also deswegen übrigens auch so ein Ding, was wir auch nicht vorher wussten. Im Buchdruck, bei diesen großen Maschinen, Zeitschriften, Bücher, steht die Schrift immer parallel zur Walze. Wenn sie das kippen, springt es, können sie nicht mehr drucken. Wir haben das bei der Zeitung probiert gerade, kommen auch noch. Sowas lernt man auch. Wir sind ja alle keine gelernten Drucker. Also ich bin abgebrochener Schriftsetzer, Daniel ist gelernter Schriftsetzer. Wir kennen keine Drucker mehr, die unter 70 sind. Deswegen diese Linien drum belichtet, die werden nachher weggeschmissen. Und das führt die Walzen eben auf gleichmäßigem Niveau. Und sie dienen noch dazu als Kontrollstreifen, ob die Farbe auch richtig steht. Und damit haben wir diese Suhrkamp-Bücher gedruckt. Genau mit diesem Problem, also man kann wunderbare Halbtöne damit drucken, mit dem Problem, dass eigentlich wir mehr Druck geben müssten, weil dann sagt, Letterpress, aber dann sieht's halt scheiße aus. Meine schwarze Schrift kriegen wir so auch sehr viel schwärzer als Offsetdruck. Wir haben übrigens, in jedem Buch ist dann so ein kleiner Zettel beigelegt, digital gedruckt, wie ein Buch entsteht, also was dazugehört, ein bisschen mehr als Schreiben und Drucken, noch die Stufen dazwischen, die ja der gewöhnliche Leser nicht kennt, um ein bisschen aufzuklären. Und dann kamen diese 7 Titel raus, also für die Umschläge bin ich nicht verantwortlich, ich sage das vorsichtshalber, weil es ist nicht alles so meine Welt, außer den Kino, den habe ich gemacht. Und wir haben also das gestaltet, gesetzt und dann hier, mit Daniel hat es gedruckt und wir haben es in Leipzig bei Müller drucken und binden lassen. Und naja, es ist jetzt, na gut, also das kann man jetzt nichts, keine Schrift erkennen und nichts. Tut mir leid, das ist jetzt der Auflösung geschuldet. Aber da kommen plötzlich solche Geschichten bei raus, dass man, wir haben einen Max Frisch im Flattersatz gesetzt. Da mussten die Erben gefragt werden. Weil irgendwie ist Flattersatz immer noch so ein revolutionärer Akt. Weil Leute meinen, dass der Blocksatz sozusagen Gott gewollt ist, weil er auf den 10 Geboten, waren die im Blocksatz? Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es Diskussionen, aber sie können doch nicht im Flattersatz, ja, warum können wir nicht, ja, und es geht doch nicht, na, wo gehen wir denn hin, Sie kennen ja die Argumente, da könnte ja jeder kommen und das geht ja überhaupt nicht, das kann man gar nicht lesen, ist also nicht alles Schwachsinn, das ist eine lange Erzählung, es geht wunderbar. Und
Es war nicht Max Frisch, es war Thomas Bernhard. Entschuldigung. Das ist ein Ding ohne Absätze. Wenn man ein Buch 120 Seiten ohne Absätze im Blocksatz setzt, dann will das kein Mensch angucken, geschweige denn lesen. Nicht Max Frisch natürlich. Und auch solche Geschichten, also das ist jetzt hier Keno, kennen Sie wahrscheinlich diese wunderbaren verschiedenen Versionen, die gleiche Geschichte zu erzählen. Da haben wir typografisch ein wenig experimentiert, nicht zu viel, aber eben da unten, das heißt medizinisch, der Beipackzettel macht man natürlich dann den 5-Punkt. Kann man den Buchdruck wunderbar drucken übrigens. Wir haben schon 4-Punkt gedruckt. Können Sie picobello lesen, obwohl es schon richtig schwarz ist. Und dann darf man auch mal sowas wie Excoffon, wie heißt die Schrift? Hätte ich vorher immer sagen müssen, ich darf eigentlich kein Bild weiterklicken, wenn ihr nicht die Schrift identifiziert habt. Weil dann bleibt man nämlich dumm. Man muss jede Schrift, bevor man was liest, die Schrift identifizieren. Das mache ich mein Leben lang schon. Das nervt manchmal, weil manchmal kenne ich die Schrift nicht, dann kann ich sie nicht lesen. Ist scheiße. Wird auch einfacher heutzutage. Also das ist natürlich die wunderbare Banco da oben links. Die gibt's nur als Versailles. Habe ich gestern in 8 Cicero im Holz gefunden, gekriegt. Haben wir schon einsortiert. Völlig beknackt. Sowas kann nur ein Franzose entwerfen. Das meine ich als Kompliment. Ja, und dann gibt es solche Geschichten auch eine Riesendiskussion. Das ist Galilei von Brecht, also ein Drama. Natürlich ist das Vatersatz. Da gab es die Riesendiskussion. Ich habe also, wie man vielleicht sogar sehen kann, aus also einer Serie von Losen aus meiner Meta gemacht, was auch schon mal, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Aber die Kursive aus der Meta-Serie, weil die ist nämlich besser, die zeichnen besser aus. Es gab eine riesige Diskussion mit Surkamp, weil das kann man alles nicht und es geht schon gar nicht und man kann auch keine fetten Kapitelchen machen. Kann man alles. Der Grund, warum das nicht gemacht wurde, lag ja nur daran, dass es früher, also als noch Bleisatz gemacht wurde, es gab halt nur gewöhnlich Kursiv und Kapitelchen. Halbfett war schon selten und auch eine Sünde. Also hat man das alles, dieses ganze Drama aus diesen drei Schnitten machen müssen. Ich habe aber 150 Schnitte, wenn ich will. Ich kann also dem Drama mehr entgegenkommen. Ich habe ja das Originalmanuskript von Brecht und weiß, dass es Unterschiede gibt. Also die Einführung ist anders als die Regieanweisung zwischendrin, das übliche, was sieht der, tritt, stärkerer Beifall, tritt ab, kennen wir ja, diese Geschichten. Also ich habe, weiß nicht, 5 oder 6 Hierarchien in dem Stück und wir konnten früher nur 3 abbilden. Also irgendwann muss ich sagen, die Verlagen, ja, das darf man aber nicht mehr. Natürlich darf man das. Da ist niemand dran gestorben und man kann es wunderbar lesen. Ansonsten muss ich sagen, wir haben es ja schon gehört, also das war natürlich ein tolles Experiment, auf das sich Surkamp da eingelassen hat, 1000 Bücher jeweils im Letterpress zu machen. Ich mache mir nur den Vorwurf, dass wir hätten etwas mehr Druck noch machen sollen, also Druck geben sollen, weil wir auch gelernt haben, wir sind da eben Anfänger, dass einmal, wenn das Papier über Nacht liegt, in dem Stapel sich schon die Hälfte wegdrückt, hätte man sie ja auch wissen können eigentlich, und dann beim Buchbinder nochmal, wenn der nämlich das Ding in die Maschine nimmt, wenn sie so viel eindrucken, ist kaum noch was übrig. Also man muss unglaublich übertreiben, um es nachher richtig zu haben. Also jetzt weiß ich, wie man das macht, aber wir haben noch nie auf dem Heidelberger Zylinder sowas gedruckt und wir kennen noch keinen, der es im Augenblick macht, außer vom Bleischrift. Das ist noch ein bisschen was anderes als von den Nylonplatten. Und dann kam dieses wunderbare Projekt, das lief als Kickstarter. Luis Rossetto ist ein alter Freund von mir seit, weiß nicht, 30 Jahren. Ich bin Patenonkel seiner Kinder. Der ist der Gründer von Wired Magazine. Kennen vielleicht hier ein paar, Anfang der 90er Jahre rausgekommen, so die Bibel der damals neuen Digitalbewegung. Und er hat ein Buch geschrieben über 2 Wochen in 1998, als die gerade an die Börse gehen wollten, was nicht geklappt hat. So eine Mischung aus Krimi und Biografie. Und ich habe ihn überredet, dieses Buch über die digitale Gegenwart im Buchdruck zu drucken. Seit ich völlig bescheuert ist. Aber er hat es überreden lassen. Und wir haben 2.500 gedruckt und fast alle verkauft davon. War nicht ganz billig, weil wir eben auch dann mit Warmwasserbeleuchtung und Prägen und Stanzen alles Mögliche gemacht haben. Und ein völlig, also das Layout war schon lange fertig, das habe ich schon vor Jahren gemacht. Und es gab keinen Grund, das nicht im Buchdruck zu machen. Und da haben wir auch ein bisschen mehr Stoff gegeben. Das war dann unsere letzte Erfahrung. Das waren immerhin 28 Formen. Also da druckt man dann schon 6 Wochen dran. Weil man schafft am Tag 1,5, 2 Formen vielleicht. Also kann man sich ausrechnen. Das dauert dann. Und dann mit abstapeln und rüberschieben und so weiter. Also sowas dauert. Also reich wird man damit nicht. Im Gegenteil, man wird da langsam arm. Ja, und dann die letzte völlig bescheuerte Idee. Weiß nicht, ob ihr das hier kennt, Krautreporter ist eine Kooperative, die hat, weiß nicht, einige, inzwischen fast 20.000 Mitglieder, die einige haben, also ich bin mit Gründer, Stifter, mit irgendwie ein paar tausend Euro und ansonsten zahlt man 5 oder 9 Euro im Monat, je nachdem, und kriegt jeden Morgen so einen kleinen Überblick und aber dann auf der Webseite ganz viele
ich sag mal, eine Longreads, also unglaublich gut recherchierte Artikel, weil von diesem Geld, das sind da immer einige hunderttausend im Monat, werden Reporter bezahlt, die wie früher der Spiegel in die Welt rausgingen und sich informieren und nicht nur googeln und dann berichten. Die haben es erst mal, dass ich verstanden habe, was Bitcoin ist und es, also ungefähr und das erste Mal, dass ich einen Artikel über Syrien gelesen habe, was da los ist, den ich verstanden habe, weil jemand zwei Wochen da war und das berichtet hat. Also an der Tür bin ich hingegangen und gesagt, wir haben diese wunderbare Riesenmaschine, auf der übrigens in den 20er Jahren, die ist von 1924, die Johannesberger, auf der damals die Weltbühne gedruckt wurde, die von Tucholsky und das jetzige, wissen ja vielleicht einige hier noch, nicht noch, sondern wissen einige, Überlebende gibt's ja nicht. Und lass uns doch mal, weiß nicht, einmal im Vierteljahr oder einmal im Monat, wie auch immer, eure besten Artikel als Zeitung drucken. Ich finde die bescheuert. Ich wollte nur die Maschine mal ausprobieren. Und die haben ja gesagt. Und ich habe es gerade nicht erwähnt, aber wir haben im Heidelberger Zylinder ein Fundament, was 23,56 mm hoch ist, minus 0,9, also die Höhe unserer Platten. Das ist ein Magnetfundament, auf das man diese Metallplatten schiebt, die sofort liegen bleiben, mit einem Anschlag vorne links. Und man muss kaum einrichten. Einrichten heißt die Maschine einstellen. Man muss ein bisschen oben winkeln an der Anlage. Und dann, also man kann eine Platte in 10 Minuten wechseln. Eine Form aus Blei wechseln ist ein bisschen schwieriger, wiegt auch schwer. Da muss man so einen Wagen ranschaffen. Also vor allen Dingen, wo soll ich denn? Ich habe 28 Formen aus Blei. Wo soll ich denn die hintun? Die kann man nicht ins Regal schieben. Also ein Regal zumindest habe ich nicht. Also das Ähnliche haben wir hier gemacht, nur wir konnten uns diese Magnetfundamente nicht leisten. Die kosten so 6.000 Euro das Stück. Deswegen haben wir hier uns Aluminiumfundamente fräsen, dass die natürlich nicht magnetisch sind. Also wir haben wieder mit Kleber gearbeitet. Dann haben die ein bisschen gewackelt mit Papier drunter. Also ja, 4 Wochen lang haben wir nicht gedruckt, bis wir es einigermaßen rausgekriegt haben. Und dann auch festgestellt haben, dass zum Beispiel, wie man da oben links sieht, die Schrift senkrecht zur Walze steht, immer am Rand einen kleinen Anschlag. Wir haben nicht genug Platz, um Linien zu drucken dabei, weil das ist halt FAZ nordisches Format. Kennt jeder auswendig, ne? 47x80 ist die, 44x57 ist jetzt hier. Also unsere Platten sind 88 mal noch was. Also das sind also, wie man sieht, zwei Doppelseiten. Wir drucken insgesamt 8 Seiten, zweifarbig. Und so sieht eben so eine Platte von Namen aus. Das sind noch die alten 0,6er Platten. Demnächst kriegen wir, wie gesagt, ein bisschen mehr Biss rein, indem wir nur 9er Platten machen. Wenn man hier auch sieht, das sind zwei erwachsene Männer, das ist auch körperliche Arbeit. Da drückt man nicht auf den Knopf und liest Zeitung. Sondern da muss man, Daniel ist ja ein kräftiges Kerlchen, also da muss man schieben und aufpassen und drehen. Und einer muss eigentlich immer nur mit der Gießkanne, mit der Ölkanne rumlaufen und ständig Öl nachgießen, weil alles unglaublich viel Öl verbraucht. Damals haben 3 Leute an der Maschine gearbeitet. Einer oben am Anleger, der ist zwar mit Druckluft, aber man muss aufpassen. Einer läuft nur rum und guckt, ob irgendwas rausfliegt, was hin und wieder auch passiert. Da fliegen dann Bolzen durch die Gegend. Und einer muss abstapeln. Weil man kann nur so einen Stapel abstapeln. Es gibt so wunderbare Sachen, das muss ich jetzt wirklich noch erzählen. Also da gibt es so einen, also die Erfinder des Kabelbinders übrigens, die damals noch nicht hatten, ist genial. Wir haben da so Pinsel dran gemacht, also aus dem Baumarkt, die das Papier glatt halten und antistatisch machen. Einfache Malerpinsel für 1 Euro und mit Kabelbindern. Es gibt da unten, hier, sieht man nicht ganz, doch, da gibt es so einen Schniebel. Da ist ja noch so ein Kleiderhänger. So ein Kleiderbügel, meine ich, aus Draht. Und da hat immer so gewackelt. Da haben wir gesagt, das Scheißding machen wir weg, haben es weggemacht. Ist die Maschine stehen geblieben. Was wir nicht wussten, darunter ist ein kleines Loch. Und wenn kein Papier kommt, dann fällt dieser lächerliche kleine Drahtbügel in das Loch rein, trifft auf einen Hebel, der auf einen Hebel tritt, der auf einen Zahnrad tritt, der auf einen Hebel tritt, dieses Riesenschwungrad anhält. Das ist so ein Trümmer. Diese Maschine wiegt 12 Tonnen. Dieser lächerliche kleine Stiebel an dieser Maschine ist nichts redundant. Es gibt kein Zahnrad, was nicht eine Funktion hat. Was wir gerade mit Mühe raus. Man kann zum Beispiel an diesem Riesenrad hier den Zylinder locker machen. Ich weiß nicht, wie der Zylinder wiegt. Also wir könnten ihn gemeinsam nicht hochheben. Weil man nämlich damit Holzschnitte drucken kann oder unebene Formen. Das heißt, der Zylinder hat dann ein bisschen Toleranz und läuft über so eine Form rauf und runter und druckt. Haben wir auch vor 2 Wochen erst rausgefunden. Aus Versehen. Ich wollte mal wissen, was macht man damit, weil der Zylinder verstellt. Also es ist wirklich genial, was die 1924 gemacht haben, aber es ist eben auch schwierig. Ja, das ist sozusagen wieder meine Reporter, die es digital nur ohne dieses Highlight gibt, aber das wird sich auch demnächst ändern. Und das ist die Maschine, wie Sie von diesem Plakat kennen. Für das Lila übrigens kann ich nichts. Christian auch nicht, das ist Hausstil, also ich würde nie in 1000 Jahren ein lila Plakat machen. Aber ich habe es ihm zuliebe gemacht, weil Sie die Ankündigung überhaupt gesehen haben, also entschuldige mich nochmal dafür. Bei mir wäre es wahrscheinlich blau oder schwarz oder ja, so. Schwarz, weiß und rot reicht doch, oder?
Ja, das war schon. Jetzt, wenn ich jetzt die Maus bewegen kann, dann können Sie hier bei diesem wunderbaren Einschnitt von dem Video nach Hause gehen. Schönen Abend.